Was hält dich denn davon ab? Dann pack deine Sachen und flieg zu ihr. Ach, ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich Clarissa wahnsinnig gerne wiedersehen. Wenn ich nur daran denke, was wir für eine tolle Zeit hatten. Wenn wir durch die Nacht gezogen sind. Hier ein Glas Champagner, da ein Cocktail. Und wir hatten vor nichts und niemand Respekt. Und uneigentlich? Naja, vor ihrem Flugzeugabsturz, da waren wir nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. Nach allem, was sie angestellt hat, wollte ich einfach nie mehr etwas mit ihr zu tun haben. Naja, aber jetzt ist sie von den Toten auferstanden und wartet bestimmt darauf, dass du dich bei ihr meldest. Meinst du? Keine Ahnung. Aber dir scheint es ja wichtig zu sein. Wenn du sie vorher einfach mal anrufst. Frau von Nahnstein. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Bitte schön. Charlie, du wolltest doch bestimmt gerade gehen, oder? Hatte ich nicht vor, nein. Sie wollen ja bestimmt zu Jessica. Jessica! Also ehrlich gesagt, ich wollte Sie beide sprechen. Sie und Jessica. Aha. Hallo? Und worum geht's? Ich habe mir die Abzüge von dem Inzest-Shooting angeguckt und ich muss sagen, ganz passabel. Hat auch voll Spaß gemacht. Was halten Sie von einem Exklusivvertrag? Als Models? Für die gesamte Kampagne. Geil. Wie abgefahren ist das denn? Und, was sagen Sie? Ja, das kommt ziemlich überraschend. Ich bin auf alle Fälle dabei. Daran habe ich nicht gezweifelt. Und Sie? Kann ich auch mit Ihnen rechnen? Hier, da steht alles drin. Gage, Boni, Promotion-Tour nach Paris, Tickets für die Fashion Week in New York. Das alles für eine Kampagne, die nur darauf ausgerichtet ist, eine tragische Liebesgeschichte auszuschlachten. Charlie, willst du mich einschläfern? Jan und Julia. Ich habe das Parfum sogar umbenannt, damit nichts mehr an die beiden erinnert. Jetzt zick ihn nicht so rum. Sag endlich ja. Also mir reicht's. Ich bin auf jeden Fall dabei. Entweder beide oder keiner. Was? Seine Entscheidung. Unterschreib! Das ist nicht nur ein Vertrag, das ist ein ganz neues Leben. Ich kann das nicht. Ich bin raus. Wegen ihr? Okay. Ich lasse die Verträge hier liegen, genau 12 Stunden. Sie können sich's noch mal überlegen. Okay, wir haben Tonnen fürs Altpapier. Total bescheuert! Du hast das Richtige gemacht, Olli. Mit dieser Kampagne hättest du dich, ach, an den Teufel verraten. Okay, das mit dem Bescheuert nehme ich zurück. Obwohl ich einfach nicht meinen Kopf reinkriege, wie man sich so eine Chance entgehen lassen kann. Aber du überlegst es dir nochmal, hm? Tanja hat dir sogar Bedenkzeit gegeben. Die brauche ich nicht. Überleg doch mal, was das dir alles bringen würde. Partys, Models, ey, und das ganze Geld, das du verdienen würdest. Ich mag meinen Laden. Laden? Olli, du wärst berühmt. Du könntest jeden Typen haben, den du willst. Ich denk dabei auch an dich. Du denkst dabei nur an dich. Und an alles, was dir entgehen könnte. Jessica, es tut mir leid, wenn du dann auch nicht genommen wirst, aber ich finde diese ganze Kampagne einfach nur widerlich. Jetzt fang nicht wieder mit Jan und Julia an. Die beiden waren nicht die einzigen Opfer von dieser Schlange. Aber die Neuwerbung hat doch gar nichts mehr damit zu tun. Ich habe doch extra dafür gesorgt, dass die Fotos nicht mehr verwendet werden. Weil du keine Wahl hattest. Aber ich habe mich für unsere Freundschaft entschieden, Olli. Also findest du nicht, dass ich da irgendwas bei dir gut habe? Sorry, aber eine Freundin wird meinen Standpunkt verstehen. Ein
Entschuldigung, ich bin zu spät. Ist mir nicht aufgefallen. Die sehen ja alle aus wie Olli. Ja, aber das sind Profis. Meinetwegen ersetzen Sie ihn. Bitte lassen Sie mich weitermachen. Entweder beide oder keiner. Aber ich bin so gut. Das stimmt, das hat sogar die Marktforschung gesagt. Aber eben nur im Doppelpack. Wenn er nicht dabei ist, sind Sie es auch nicht. Die hier ist der Hammer. Genau das, wonach wir gesucht haben. Die gefällt mir ausgesprochen gut. Gas! Hi, Olli. Hey. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ganz okay. Ich lass ihn schon mal vor. Ich hole dich gleich ein. Herzlichen Glückwunsch zu deiner weisen Entscheidung. Zu meiner was? Naja, Charlie hat mir erzählt, dass du Tanjas Angebot abgelehnt hast. Was meinst du? Das wäre doch eh nicht so dein Ding gewesen, oder? Das Modeln? Ich habe das früher ziemlich oft gemacht, aber das hast du scheinbar vergessen. Das ist ja auch schon eine Zeit her. Traust mir das also nicht mehr zu? So war das nicht gemeint, Olli. Hey Christian, dann sag's doch einfach direkt. Glückwunsch zu deiner weisen Entscheidung. Du bist sowieso viel zu alt dafür. Ey, dir ist doch nicht mehr zu helfen, Olli. Sie hatte den ganzen Tisch voller Setkarten. Und alle Typen sahen genauso aus wie du. Also, die Typen konnten dir natürlich nicht das Wasser reichen, weil du besser aussiehst. Willst du ernsthaft riskieren, dass irgend so ein Fuzzi dich ersetzt? Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Mir aber nicht. Ich will diesen Job. Dann hast du mein ganzes Mitgefühl. Hey, helf mir doch mal. Also wir wollten eigentlich gerade was trinken gehen. Also ich kann ehrlich gesagt verstehen, dass du keine Lust hast auf den Job. Ich habe mich einmal überreden lassen. Und es war garantiert das letzte Mal. Keine Ahnung, was in dem Business so toll sein soll. Also ich fände es ja ganz geil, wenn mir jemand einen Haufen Kohle dafür zahlen würde, dass ich ein bisschen vor der Kamera rumhopse. Ja, das interessiert aber keinen. Naja, hast ja schon abgelehnt. Insofern? Also wir sind dann unten, falls sich jemand anschließen möchte. Olli, was kann ich tun, um dich umzustimmen? Was kann ich tun, damit du mir endlich beim Abräumen hilfst? Dabei sind wir so gut angekommen. Sagt Tanja. Sagt die Marktforschung. Woher weißt du, was die Marktforschung sagt? Ach, ich hab mir mal so einen Bericht ausgeliehen und ein bisschen dann rumgestöbert. Aber das interessiert dich ja leider nicht. So, ich gehe mal kurz duschen. Ach, du hast es doch gelesen. Was für eine Überraschung. Damit hättest du ja nie gerechnet. Willst du mir jetzt unterstellen, dass du den Bericht extra so offen rumliegen lassen hast? Ja, genau. Aber ist das nicht geil, was die über dich schreiben? Olli, die stehen total auf dich. Die wollen dich unbedingt. Ist dir egal? Hm. Tja, dann musst du mir aber mal erklären, was das hier soll. Hast du meine Sachen rumgewühlt? Was machen Frauen so? Außerdem stand das ja ganz offen im Bad rum. Ich hab das irgendwann mal gekauft. Keine Ahnung, ob ich's ausprobiere. Lass es. Olli, deine Haare sind super, so wie sie sind. Und das bisschen Grau fand doch alle total sexy. Ja, klar. Soll ich dir vorlesen? Hör auf. Weißt du, was dein Problem ist? Du hast einfach kein Selbstvertrauen. Das
ist ja auch völlig normal nach einer Trennung. Also, habe ich mal in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Man zweifelt an sich, man sucht nach möglichen Fehlern. Fang jetzt bitte nicht von Christian an. Du, ich sag das nicht, um auf deinen Gefühlen rumzutrampeln, sondern weil du mein Freund bist. Mein bester und einziger Freund. Wenn du mir das nicht glauben willst. Das sagst du doch nur, damit ich diesen Vertrag unterschreibe. Ja. Ich würde wirklich so einiges tun, um an diesen Job zu kommen, aber stimmt trotzdem, was ich gerade gesagt habe. Du bist ein ganz toller Typ. Aber was du im Moment brauchst, ist einfach ein bisschen Bestätigung. Hast du das auch in deiner Zeitschrift gelesen? Mach die Insta-Kampagne und ich verspreche dir, alle werden dir zu Füßen liegen. Und du musst nicht mehr so eine Schwachsinnsanzeige im Internet schalten. Überleg's dir. Understand.